alles Gute zum Geburtstag, Rollercoaster Tycoon. 1999, also vor 20 Jahren, erschien die Vergnügungspark-Simulation, die ein ganzes Genre prägte. Mit der Serie ging es in den letzten 20 Jahren auf und ab wie in einer Achterbahn. Wir werfen einen Blick auf den Klassiker des Aufbau- und Wirtschaftssimulationsgenres, an dessen Erfolg abseits seines Schöpfers niemand so richtig glauben wollte. Rollercoaster Tycoon haben wir einem Mann zu verdanken, Chris Sawyer. Dabei sollte Rollercoaster Tycoon ursprünglich etwas ganz anderes werden, nämlich die Fortsetzung von Transport Tycoon, einer Wirtschaftssimulation, bei der man sich dem Aufbau eines Transportunternehmens widmet. Chris Sawyer pflegte sogar eine regelrechte Abneigung gegenüber Achterbahnen. Kuriert wurde der schottische Programmierer, indem er sich seiner Angst stellte und diverse Vergnügungsparks auf der ganzen Welt besuchte. So entschloss sich Sawyer, eine Freizeitparksimulation zu programmieren. Er selbst zweifelte immer wieder an seinem Projekt, insbesondere nachdem Kollegen aus der Industrie anmerkten, dass er mit dieser Thematik höchstens ein Nischenpublikum ansprechen würde. Nichtsdestotrotz verlor Sawyer nie komplett den Glauben an seine Vision und widmete sich 2 Jahre lang der Aufgabe, das Softwaregerüst für die virtuellen Achterbahnen zu errichten. Die Mühen zahlten sich aus, denn Rollercoaster Tycoon wurde ein Hit und das am besten verkaufte PC-Spiel des Jahres 1999. Die Zutaten sind aber auch schmackhaft. Liebevolle Animationen und ganz viel Auge fürs Detail. Besucher mit Magenbeschwerden etwa laufen grün an und wer keine Mülleimer baut, dessen Wege strotzen nur so vor Abfall. Dazu kommen immense Anpassungsmöglichkeiten, von der Farbgebung einzelner Schienenabschnitte bei Achterbahnen bis zu den Namen jedes Fahrgeschäfts. Sawyer wollte ein Spiel schaffen, mit dem man gerne spielt, anstatt gegen es zu spielen. Nicht nur das Gewinnen, auch der Weg dorthin sollte Spaß bereiten. Und wer hat schon Spaß daran, pleite zu gehen und den Park schließen zu müssen? Ohne Frage leben Menschen gerne ihre kreative Ader aus. Den eigenen Park wachsen und gedeihen zu sehen, ist auf eine primitive Art und Weise befriedigend. Genauso wie den arbeitenden Einwohnern einer Stadt in Anno zuzuschauen oder die Behausung der Sims-Familie perfekt einzurichten. Und wahrscheinlich hat Sawyer auch recht damit, dass das Thema Vergnügungspark einfach ein spaßiges Sujet ist. Menschen besuchen Parks, um Freude zu haben. Neben zahlreichen vorgefertigten Designs, die zur Auswahl stehen, können Spieler in Rollercoaster Tycoon selbst Strecken entwerfen. Sawyers Auge fürs Detail und seine Begeisterung für Physik haben wir es zu verdanken, dass es gar nicht so einfach ist, eine Bahn zu entwerfen, die einerseits keine Todesfalle darstellt, aber andererseits aufregend genug ist, um den Gästen das Geld in den Taschen zu lockern. Ganz zu schweigen davon, einfach 2 Streckenenden miteinander zu verbinden oder es zu schaffen, dass die Waggons wirklich eine Runde fahren, anstatt auf der Strecke zu bleiben. Wirkt einfach, ist aber oft schwieriger als gedacht. Und wenn man es dann vollbracht hat, kann es durchaus sein, dass man, ohne es zu wollen, ein Monster erschaffen hat. Angesichts eklatanter Gehkräfte und Übelkeitswerten denken sich die Besucher dann, diese Achterbahn sieht mir zu extrem aus. Da heißt es wohl oder übel, zurück ans Reißbrett. Auch für Sawyer ist Freude eine wichtige Sache. Aus diesem Grund gab er nach Rollercoaster Tycoon 2, ein noch größerer Erfolg als der erste Teil, die Zügel aus der Hand. Der Weg sei für die Serie klar gewesen. Mehr Details, mehr Fahrgeschäfte, 3D-Optik und so weiter. Begeisterung angesichts dieser Zukunftsaussichten stellte sich bei Sawyer nicht ein, weshalb er sich verabschiedete. Allerdings, und das ist eine Besonderheit in der Branche, die Markenrechte an Rollercoaster Tycoon gehören nach wie vor Sawyer. Atari besitzt lediglich die Lizenzrechte, neue Spiele zur Serie zu produzieren. Der Schlüssel zum Erfolg von Rollercoaster Tycoon lag vielleicht auch in seinem motivierenden, im Grunde sehr simplen Aufbau. Man gestaltet einen eigenen Vergnügungspark und versucht dabei Rücksicht auf Finanzen und die Zufriedenheit der Gäste zu nehmen. Der manches Mal bemängelte niedrige Schwierigkeitsgrad
ermöglicht auch Kindern Erfolgserlebnisse, während sich Perfektionisten wochenlang dem Erschaffen des perfekten Unterhaltungsparadieses widmen können. Beim Planen muss man psychologische und dabei weitestgehend auch logische Aspekte beachten. Nicht jeder Besucher sehnt sich nach Nervenkitzel. Deshalb sollte man dem Publikum auch gemäßigte Attraktionen wie Karussells, Wildwasserfahrten oder Kartbahnen bieten. Wenn es regnet, stürmen die Gäste in überdachte Fahrgeschäfte wie Geisterbahnen, bei denen man gleich mal den Preis erhöhen kann. Man kann die Menschen nicht steuern. Sie haben ihren eigenen, aber gut programmierten Willen. Die meiste Kohle und Prestige versprechen aber natürlich die Königinnen des Freizeitparks, die Achterbahnen. Sawyer nahm sogar Rücksicht auf die technischen Unterschiede zwischen den Achterbahntypen. Holzachterbahnen funktionieren nicht mit extremen Neigungen wie etwa Stahlachterbahnen. Shuttlecoaster haben keine durchgehende Strecke. Rollercoaster Tycoon reizt die Fantasie der Spielergemeinde nach wie vor. Noch heute laden kreative Köpfe bis ins kleinste Detail durchgestylte Parks ins Netz, lassen sie von anderen Enthusiasten bewerten und sie bauen halsbrecherische Achterbahnen oder erschaffen Pixelvarianten von echten Parks. Rollercoaster Tycoon World, der letzte offizielle Teil der Saga, kam bei der Allgemeinheit nicht gut an. Unser Urteil lautete abrissreife Parkkatastrophe. Autsch, da hilft wohl auch nicht mehr umlackieren und umbenennen. Ob nach dem Ab wieder ein Auf folgt, ist zum Glück am Ende gar nicht so wichtig. Rollercoaster Tycoon setzte 1999 Maßstäbe und hält dem Zahn der Zeit immer noch tapfer stand. Was meint ihr? Verweilt der Titel auch in 20 Jahren noch im Gedächtnis der Spielergemeinde?